Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Village. Diesmal bin ich aber allein. Ich wollte, wie in der letzten Folge angesprochen, oder irgendwann in einer der letzteren Folgen angesprochen, wollte ich noch ein bisschen draußen rumlaufen und Teile dieser Karte hier weiter aufdecken. Ich habe jetzt die Karte Nordwesten, habe ich ja schon da. Jetzt müsste ich da noch ein bisschen rumlaufen und Sachen aufdecken und sowas. Aber lasst mich erstmal noch einen ganz kleinen Rundgang durch das Dorf machen. Ein paar Sachen haben sich geändert. Hier wird irgendwas gebaut. Eine Erinnerungshalle für Reisende, wer auch immer auf die Idee kam, mir sowas zu bauen und das direkt bei mir vor die Haustür zu setzen. Schauen wir mal. Naja, ist ja nicht so schlimm. Dann wollte ich eine Sache noch zeigen. Die habe ich, glaube ich, onscreen noch gar nicht gezeigt. Ich habe nämlich die Lage der Dorfkarte noch ein bisschen verschoben, beziehungsweise auch noch weiter erweitert. Und da wollte ich jetzt mal eben hingehen. Da können wir uns mal einen Überblick verschaffen, wie es zurzeit so aussieht. Deswegen würde ich mal sagen, gehe ich da mal hin. Ich mache auch mal Musik an. So, gut. Ich glaube, das ist zu laut. Moment. So. Gut. Also die Karte war ja vorher da an der Wand vom Rathaus da hinten. Jetzt steht die hier. Haben wir noch ein bisschen mehr Platz, das nach oben und zur Seite noch weiter auszuweiten, wenn das sein muss. Jetzt gibt es nämlich hier noch im Westen noch einen weiteren Teil der Karte, weil irgendjemand auf die Idee kam, hier ein Haus zu bauen. Mittlerweile ist da noch ein weiterer Nachbar dort. Außerdem sieht man so andere Sachen, an denen gerade gebaut wird, wie zum Beispiel die Arena hier oben. Weil wir da eh gleich vorbeilaufen, kann ich ja mal eh da so vorbeigehen, weil es liegt ja sowieso auf dem Weg. Nach Nordwesten will ich ja jetzt raus, von daher, das Dorf wächst und gedeiht immer weiter. Deswegen gehen wir jetzt mal, würde ich sagen. So. Hier im Dorfkern hat sich nicht so viel getan. Warum auch? Ist ja alles ganz nett hier. Es gab am Wochenende gab es Gespräche über dieses Haus, dass das Haus mal bitte geändert werden müsste, weil es stilistisch nicht so besonders reinpasst. Ja, ich. Fresh Fries ist noch da und macht irgendwas, aber ich habe ihm gesagt, es wäre cool, wenn in der Nähe eines Bettes ist. Aber wir kommen bei Andrena. Was ist hier denn noch los? Das Haus kenne ich gar nicht. Andrena baut anscheinend noch kleine Nebenhäuser. Andrenas Gewächshaus, also. Okay. Ich habe noch keinen Namen. Das ist aber schade, dass das Pferd noch keinen Namen hat. Na gut. Aber ich wollte die Arena kurz zeigen. Gehen wir mal hier die Treppen hoch. So, ja, hier wird eine Arena gebaut. Mittlerweile gibt es einen Boden, darunter gibt es auch noch einen Keller. Und die wird halt ständig erweitert mit Zuschauerrängen und sowas. Bin ja mal gespannt. Irgendwann kann man hier mal Duelle in der Arena abhalten oder Massenschlachten oder sowas. Wird man dann ja sehen. Wir bekämpfen uns aber nicht genug in unserem Ultra-Hardcore-Survival-Projekt, sondern jetzt müssen wir uns auch noch eine Arena bauen, damit wir uns bekämpfen können. Gibt doch Sinn, oder? Ja, finde ich. Gut. Aber wir wollten nach Nordwesten, deswegen gehe ich hier mal hoch. Gehen jetzt aber tief runter auf einmal. Das dachte ich nicht. So. Gehen wir mal hier an diesem Bergchen vorbei. In Richtung Nordwesten. So. Gut, wir haben sogar den Zeiger, der uns sagt, wo wir sind. Das ist ja geil. Patches, die funktionieren. Das ist ja. Alter, da fehlen mir die Worte. Hier hinten rechts sehen wir die Holzfarm, wo ich oft offscreen bin, Holz zu hacken. Ich finde das eigentlich ganz entspannt. Hier in Minecraft so. In Real habe ich das noch nicht gemacht, falls irgendjemand sich das mal gefragt hat. So, durch. Tja, da wollte ich noch Tschüss sagen und dann geht er einfach. Na gut. Sag mal, wie komme ich hier nicht hoch? So, da lang, hier schräg hoch, genau, so. Gut, hat sie das geklärt? Gut, ich werde jetzt erstmal diesen östlichen Kartenrand ablaufen und dann mal schauen, wie motiviert ich bin, das jetzt alles auf einmal zu machen oder ob ich zwischendurch nochmal zum Dorf zurückkehren will, um offscreen oder andere Sachen machen zu können. Ich muss ja zumindest jede Woche einmal. Habe ich mir vorgenommen, die Karten zu aktualisieren, sodass, wenn Leute was Neues bauen, das da auch auftaucht und so.
Und Gerüchten zufolge arbeite ich auch an einem Zeitraffer, also dass ich das über mehrere Wochen verteilt extra nochmal speichere und dann kann man irgendwann so einen Zeitraffer machen, wie sich das Dorf entwickelt hat in den letzten Wochen, Monaten, was da neu dazu kam und sowas. Wenn es besser geplant gewesen wäre, hätte ich das vielleicht von ganz Anfang machen können. Dann hätte man halt gesehen können, wie das Dorf wächst und sowas, aber da kann man noch nicht abschätzen, wie groß das wird. Ich meine, wie viele Leute waren wir damals, als das Projekt hier angefangen hat? Ja, so 6 bis 8 Leute vielleicht, ja, aber auf jeden Fall nicht mehr als 10. Und mittlerweile tut es mir leid, das so zu sagen zu müssen, aber mittlerweile gibt es halt viele Leute, mit denen ich nicht so was viel zu tun habe oder die ich halt mal ein bisschen hier im Spiel rumgeschrieben habe, die ich persönlich kaum kenne und das. Ja. Dadurch entwickelt das halt eine andere Dynamik, als wenn man nur so Leute hat, die man sowieso schon so gut wie kannte. So, es wird langsam dunkel. Ist gut, ich habe ein Bett dabei. Haha. Ui. Okay, hier ist ein Wald. Interessant. Schätzt man das hier noch nicht als Nacht, ne? Doch. Schwupp. So. Gut, dann geht's weiter. Vorbei an diesem Wasser, das nach unten fließt. Jetzt geht's hier runter. Ups. Vorbei an den Chickens. Chickens. So. Und dann immer weiter nach Norden. Norden ist schön, deswegen gehen wir nach Norden. Da fließt irgendwie Lava aus der Seite von diesem Berg raus. Ist mir leicht suspekt. So. Da sind jede Menge Schweine. Die armen Schweine. So. Gut, aber jetzt wo wir eh mal hier sind und nicht besonders irgendwas Tolles jetzt hier mit der Landschaft zu erzählen ist, ich bin gerade dabei, mir Gedanken zu machen, was ich nach Mass Effect 3 machen werde, als quasi Hauptprojekt mit irgendwie so 3 bis 5 Tagen die Woche. Und tja, ich bin mir noch nicht so sicher, was ich da machen werde. Also ich werde am Ende von Mass Effect 3 wahrscheinlich sagen, ach, nicht schon wieder ein BioWare-Rollenspiel. Aber ich muss auch mal schauen. Vielleicht wird's das doch. Es gibt ja immer noch so Träume von Baldur's Gate und sowas, alles und so, ne? Aber mit irgendwelchen anderen Leuten zusammen. Ansonsten, ich könnte natürlich auch noch Knights of the Old Republic 2 machen, was, wenn man das sehr literal auslegt, nicht direkt von BioWare ist, sodass das davon nicht berührt werden würde, weil das hat dafür andere Probleme. Vor allem das Problem, dass das Spiel kaum stabil läuft heutzutage. Trotz Patches und diverser Mods, die das Spiel noch ein bisschen verschönert haben, weil das ist ein bisschen ärgerlich an dem Spiel. Das wurde relativ schnell rausgehauen. Sag mal, ich baue mir jetzt echt ein Boot. Tut mir leid, ich muss jetzt eben noch mal ein Boot bauen. Ich will jetzt nicht für das Wasser, durch das Wasser warten, dafür ist mir das ein bisschen zu viel. So, ich brauche einen Tisch. Tischi-Tisch. So. Und dann ein Boot. So. So, gut. Ja, wie gesagt, also das wäre vielleicht eine Idee. Ich meine, ich habe Knights of the Republic 1 auch schon gemacht und so, aber das ist halt, das Spiel ist nur, ist nicht unbedingt das, was man sich unter stabil vorstellt, was das Aufnehmen ungemein schwerer macht, weil im Idealfall will man halt an einem Stück aufnehmen und nicht so 5 Minuten, oh, Spiel ist abgestürzt, Moment, ich muss wieder 1 Minute das Spiel laden und dann geht's weiter. Das ist irgendwie so ein bisschen unpraktisch zum Aufnehmen. Aber mit diversen Mods und Restored-Content-Sachen kann man halt sehen, dass das Spiel eigentlich mal relativ umfangreich war und schöne Sachen drin hatte. Was bei Release nicht so richtig aufgefallen ist, weil viel fehlte. Und das ist sehr schade, weil der Vorgänger war schön. Immer noch eins der besten Spiele meiner Ansicht nach, die es in dem Genre gab. Aber der Nachfolger hat halt irgendwie so Probleme. Und das ist sehr schade. Aber man könnte den mal irgendwann machen. Aber dann muss ich wahrscheinlich erst die Frustrationstoleranz haben, dass ich mir sage, gut, ich nehme es auch auf. Ups.
Lava. Das war eine idyllische Landschaft hier und dann fließt die Lava raus. Mann, Mann, Mann. Naja, vielleicht mache ich das. Ansonsten gibt es noch so ein paar andere Sachen, die ich gerne mal machen würde. Zum Beispiel Freelancer. Weil ich das wahrscheinlich nicht ungemoddet machen würde, weil das dann schalte ich nach ein paar Minuten ab. So gefühlt. Es gibt ja Gerüchte, dass das extra für mich von befreundeten Freelancer-Spielern, die begnadet gute Modder waren, im Gegensatz zu mir, extra Mods entwickelt wurden, damit ich mal ein anderes Schiff fliege, als die man gleich am Anfang kaufen konnte. Ist kein Witz. Einer meiner damaligen Mitspieler hat das extra gemacht. Also jetzt nicht nur für mich alleine, aber halt auch so mit der Begründung so, ja, du fliegst doch immer nur dieses scheiß Billigschiff, aber machst trotzdem alles kaputt. Hier, ich mach mal einen Mod und da wird das alles schwerer. Und ich fand das sehr schön. Grüße an Flamebird hier an dieser Stelle. Deswegen muss ich mal schauen, was ich da mache, weil da gibt es so viele Mods. Es gibt mittlerweile auch Mods, die vom Umfang her sich eher wie ein Freelancer 2 spielen. Da müsste man halt mal gucken, wie man das macht. Ich könnte das natürlich vielleicht ein bisschen größer aufziehen, dass ich erstmal Freelancer normal ungemoddet durchspiele und dann irgendwie so Mods highlighte, weil das ein großes Element von Freelancer halt ist. Dass das sehr kompatibel und freundlich gegenüber Mods ist und dass da viele Leute tatsächlich Mods gemacht haben, weil es gab halt bis vor ein paar Jahren keine wirklich guten Space Sims, deswegen haben Leute halt sich da selber geholfen und halt Mods geschrieben. So, ich muss es mal hier eben hoch, tut mir leid, Landschaft. So. Von daher, das wäre vielleicht nochmal interessant. Aber das würde ich dann würde ich wahrscheinlich nicht nur anfangen, Freelancer zu spielen, weil das wahrscheinlich relativ schnell abgehakt werden würde. Sondern dann würde ich auch weitergehen und dann auch Mods vorstellen, die ich mag. So. Es fehlt mir wieder so ein Fitze und ich ärgere mich tierisch. Ich überlege nur noch, ob ich nicht mal offscreen bei den ersten Karten zurückgehe, um die paar freien Flächen noch mit abzudecken, weil mich ärgert sowas. So. Naja, wie gesagt, Freelancer wäre vielleicht auch noch eine Idee. Planescape werde ich, glaube ich, erstmal noch ein bisschen ruhen lassen. Vor allem, weil ich wahrscheinlich eher was auf Deutsch machen würde, was ich dann ein bisschen gegen Freelancer sprechen würde, weil ich Freelancer, glaube ich, mittlerweile nur noch auf Englisch habe. Naja, muss man mal schauen, wie ich das mache. Aber es wäre auch gegen KOTOR 2, weil ich das auch nur auf Englisch spielen würde. Mist. Aber halt da nicht, weil ich irgendwie sage, dass die Synchro besser ist oder sowas, was wahrscheinlich trotzdem der Fall ist, aber da vor allem, weil die Restored Content Mods oft nicht für verschiedene Sprachen funktionieren. Von daher, schauen wir mal, es bleibt spannend. Wo ich mir da jetzt schon Gedanken mache, ist halt, manche wissen das sogar, dass die Aufnahmen zum Mass Effect 3 schon abgeschlossen sind, ja. Wer das jetzt bei mir schaut, so parallel, wird sich wundern, so, hey, du bist doch erst bei Folge irgendwie 15 jetzt veröffentlicht oder sowas, ja. Also vor Folge 20 und du hast ja schon abgeschlossen, so, ja, es ist Mass Effect 3, ich kann nicht vernünftig schlafen, bis das bestimmte Stellen erreicht hat und selbst dann ist es nur so ein Aufschub für ein paar Tage. Ich kann das nicht auf Wochen, Monate hinausziehen, das bis zu Ende zu spielen. Das klappt bei mir irgendwie nicht. Deswegen hatte ich das schon relativ früh alles komplett fertig. Und die Aufnahmen liegen bei mir im Gefrierschrank rum jetzt. Gewissermaßen. Gibt natürlich auch so die Möglichkeit, so ein bisschen Sachen nachzubearbeiten. Also mehr Zeit in Nachbearbeitung zu stecken. Um halt bestimmte Störgeräusche rauszuarbeiten und sowas alles. Also es hat halt auch Vorteile, aber natürlich hat es ein bisschen den Nachteil, dass ich mich nicht anpassen kann, falls Damakash irgendwas anders macht. Oder auf Sachen eingehen kann, die bei ihr passieren oder die in Kommentaren passieren, was mir sehr leid tut. Aber ich hatte jetzt bei Mass Effect 2 auch nicht so die überragende Menge an Kommentaren, die da kamen und gesagt haben, hier, hey, mach doch mal das. Von daher würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass es jetzt eine riesige Anzahl von Kommentaren dazu gibt. Ich meine, manche haben da kommentiert, vor allem Damakash natürlich, Grüße. Aber bisher hält sich das in sehr begrenztem Umfang, dass ich jetzt das auch nicht besonders bereue bisher. Aber vielleicht kommt es noch. Vielleicht sagen dann Leute hier, hey, du hast da was vergessen. Und dann sage ich, ja, hab tatsächlich was vergessen. Was natürlich auch so der Vorteil ist, wenn man das an einem Stück gewissermaßen spielt. Man hat nicht ständig so diese Orientierungsphasen, so, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Was ist jetzt los? Und wie spiele ich das überhaupt? Das habe ich halt nicht. Kann ich halt mir das nicht als Ausrede hernehmen, warum ich
Sachen faile, ja, also von daher, juch, ach, mein Essen ist, mein Hunger ist so hoch. So, noch eins. So. Gut. Dann habe ich jetzt hier den Norden erreicht. Könnte jetzt weiter nach Westen gehen, bis ich da das westliche Ende erreiche. Oder ich könnte nach Süden zurückgehen und dann wäre ich wieder in der Nähe des Dorfes. Schauen wir mal. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal nach Westen weitergehen. Bin gerade motiviert genug, da noch ein paar weitere Folgen hier am Stück aufzunehmen. Von daher machen wir das. So. Sonst kann ich natürlich auch einfach offscreen zurücklaufen. So, da lang, da lang, da lang. Ansonsten, falls ihr noch Vorschläge hättet, was ich mal unbedingt spielen sollte, dann in die Kommentare. Es gibt bestimmt auch noch andere tolle Spiele, die ich irgendwann mal machen werde, zum Beispiel Dragon Age Origins. Davon würde ich dann aber tatsächlich nur den ersten Teil machen und nicht 2 und 3. Egal, was Leute sagen oder was da noch passiert. Von daher, schauen wir mal. Aber Origins würde ich wahrscheinlich gerne mal machen. Lass mich schlafen. Let me sleep. Now. Gah. Beats. Sie langweilen mich, Monsieur. Na, aus welchem Spiel ist dieser Spruch? Sie langweilen mich, Monsieur. Ha! Bin ja mal gespannt, ob das irgendjemand weiß. So. Es gibt eine Handvoll Leute, bei denen ich mir das vorstellen könnte, dass sie das wissen. Aber schauen wir mal. Manche von denen kommentieren nicht und sowas, von daher. Ach, da komme ich nicht so hoch, schade. So, da lang. Und diese super steilen Berge hier. Ach Gott, wieso sind diese Berge hier so steil? Ah, so. Hoch. So, jetzt sind wir hier oben. Dämliche Extreme Hills. So, was haben wir hinten noch hübsches? Kohle! Ja, ich weiß nicht immer, ob wir immer noch Kohleknappheit haben. Ich habe jetzt die letzten Tage auch ein bisschen in der Mine nach Kohle und so gesucht. Weil irgendwie hatten wir nicht mehr so viel von. Also im Vergleich zu den Reichtümern, in denen wir bei anderen Materialien wegen unserer Farmen schweben, ja, so Eisen und Gold haben wir eigentlich genug. Kohle hatten wir irgendwie nicht mehr genug. Von daher, jetzt geht's hier wieder runter, dann geht's gleich wieder hoch. Ja, ist klar. Naja. Diese Landschaft hier. Ist wahrscheinlich immer noch schneller, als wenn ich da versuche, so eine Brücke zu bauen. So, da geht's weiter. Da hoch. Da lang. Hui. Da ist wieder Schnee und frische Chunks. Na, komm, Chunks. Chunks. Geht doch. Ich glaube nicht, dass da jetzt mehr ist, aber sieht mir das zu gebirgig aus. Ja. Ups. Okay, hier bin ich noch nicht weit genug vom Rand weg, finde ich gut. Okay, da geht es nicht so tief runter. So. Ich bin gespannt, wann ich dieses Meer erreiche, auf dem ich, als ich die Karte erstellt habe, extra eine Insel erstellt habe, damit ich die Karte generieren konnte. Weil ich hätte es wahrscheinlich vermeiden können, indem ich mir mit dem Boot genau hingestellt hätte. Aber die Diskussion hatten wir, glaube ich, schon mal, dass ich immer
immer die Karte direkt da erst erstelle, normalerweise, wo ich die brauche und nicht vorher und einfach bloß rechts klicke, wie das mittlerweile geht. Deswegen hätte ich mir, glaube ich, den Spaß mit der Insel mitten auf dem Meer erstellen sparen können. Naja. So, aber weil die 20 Minuten schon wieder um sind, würde ich mal sagen, sehen wir in der nächsten Folge, wie es hier draußen weitergeht. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.